Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Heute zeige ich euch eine echt praktische Software für eure Datenrettung und Datenwiederherstellung. Die kommt von EaseUS Data Recovery. Ja, das ist der Data Recovery Wizard. Den gibt es für Mac als auch, hier unten seht ihr es, für Windows natürlich. Und damit könnt ihr ganz leicht eure Daten auf eurem Computer, auf eurer Festplatte wiederherstellen oder auch Gerätschaften wie Speicherkarten, USB-Sticks, Digitalkameras, iPods, Media Player und. Und das geht alles ziemlich einfach. Ihr könnt euren gelöschten Papierkorb wiederherstellen und so weiter und so fort. Ihr versteht schon, was ich meine. Da gibt es eine ganze Menge an Funktionalitäten und als kleinen Bonus kann man sogar ein bootbares Medium erstellen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Nein, wir stellen heute Daten wieder her. Ich habe hier einen Speicherstick. Da habe ich 4 Dateien drauf. Und das wäre einmal hier dieses schöne Sonnenuntergangsbildchen, dann mein Intro, mein Outro und noch so ein kleines YouTube-Wallpaper. Und ich würde sagen, ich lösche jetzt mal was davon. Und zwar das Outro und das YouTube-Wallpaper, die kommen in den Papierkorb und der Papierkorb, der wird auch direkt hier geleert. Tja, und jetzt merke ich verflixt, ich hätte die Dateien ja noch gebraucht. Was machen wir? Naja, kein Problem, wir starten einfach mal hier den Data Recovery Wizard und hoffen, dass der die wieder schön hierher zaubert. Okay, da sind wir schon. Ich gehe mal hier in den Vollbildmodus rein. Ich sehe jetzt hier die verschiedenen Medien, die ich durchsuchen könnte. Hier einmal meine Festplatte, aber ich will ja hier den Media Stick, also den USB Stick, durchsuchen und dann wähle ich den aus und gehe einfach mal auf Scannen und dann warten wir einen kleinen Moment. Und er hat hier auch direkt schon was gefunden. Na, so eine Überraschung. Einmal mein YouTube-Video-Hosting-Logo, also das Wallpaper, und einmal mein Outro. Ja, hervorragend, das ging echt schnell. Ich wähle die einfach mal aus. Ich hätte ja gerne beide wiederhergestellt. Und ihr seht, er scannt oben hier immer noch weiter. Denn er macht das sehr umfänglich und da sind auch noch ältere Sachen drauf, die ich jetzt aber nicht wiederherstellen möchte. Und ich gehe einfach mal auf Recover Now. Tja, und jetzt kommt der Punkt, Freunde. Das könnt ihr nur mit der Vollversion machen. Die kann man kaufen oder auch bei mir gewinnen. Ich mache ein kleines Gewinnspiel. 3 von diesen Vollversionen habe ich für euch zum Verlosen. Also schreibt mir einfach einen Kommentar hier unter mein Video. Ja, warum braucht ihr die Software? Was für wichtige Daten habt ihr schon mal gelöscht, die ihr wiederherstellen müsst? Das Ganze läuft eine Woche nach Veröffentlichung dieses Videos. Danach werde ich die entsprechenden Gewinner anschreiben und ihr bekommt dann per E-Mail von mir diese Codes geschickt, um die Vollversion zu aktivieren. Aber ich mache das jetzt auch nochmal schnell. Und das war's gewesen, eine Mitteilung, Recovery completed. Dann schauen wir doch mal schnell nach, gehen hier in meinen Download-Ordner rein und müssten ja hier die Dateien irgendwo finden. Da haben wir den Ordner und wenn ich reingehe, haben wir, jawohl, die beiden Dateien. Einmal hier mein Video und einmal das Wallpaper. Ja, so funktioniert's, Leute. Wunderbare Sache zum Daten wiederherstellen. Es kann schon richtig furchtbar sein, wenn man irgendwas gelöscht hat, hat davon keine Kopie und hätte es nochmal gebraucht. Ja, aber zum Glück gibt es ja solche Lösungen hier wie den Data Recovery Wizard. Tja, und für Windows und für Mac gibt es das Teil. Ich verlinke euch hier die Webseite in der Videobeschreibung und dann könnt ihr das gerne mal selbst ausprobieren, euch die Testversion herunterladen und natürlich auch an meinem Gewinnspiel teilnehmen. Wie gesagt, schreibt mir in die Videokommentare, warum braucht ihr die Software unbedingt? Was ist so wichtig, dass ihr das wiederherstellen müsst? Oder was habt ihr schon mal ganz, ganz Wichtiges gelöscht? Kann gerne auch was Lustiges sein. Und dann schicke ich euch gerne den Code, damit ihr die Vollversion freischalten könnt. Wie gesagt, eine Woche nach Veröffentlichung werden die Gewinner von mir benachrichtigt. Danach bitte keine weiteren, also ihr könnt gerne kommentieren, aber ich werde dann keine Gewinner mehr auslosen. Das wäre es gewesen, Freunde. Ich hoffe, für euch war es interessant und vor allem auch hilfreich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei MeAppleCat. Macht's gut!